Die Ziele können sehr allgemein formuliert werden, nämlich dass sie die Selbstständigkeitsentwicklung der Kinder unterstützen. Und das ist schon sehr viel, selber stehen können, einen festen Stand im Leben haben. Das hat etwas mit Gleichgewicht, das hat etwas mit Körperkoordination zu tun. Aber es gibt natürlich auch noch andere Ziele, die damit verknüpft werden, also soziale Prozesse unterstützen, das Miteinander üben, aber auch das Gegeneinander zulassen. Oder die kognitiven Einsichten, Strategien der Problemlösung. Wie komme ich auf die Mauer hinauf? Oder wie krieche ich unter dem Hindernis hindurch? Wie muss ich meinen Körper an das Hindernis eben auch anpassen? Emotional auch ein wesentlicher Bereich. Wie lerne ich mit Misserfolgen umgehen? Ist der Erfolg das Einzige, was ich anstrebe? Oder toleriere ich auch, dass ich etwas nicht kann? Also man kann im gesamten Entwicklungsbereich, man kann in allen Entwicklungsbereichen eigentlich den Wert von Bewegung erkennen, weil es um die kognitive, um die soziale, emotionale, auch um die sprachliche Entwicklung geht.